Letzte Woche hat sich Ende Gelände gegen Gas gestellt. Und auch hier im Rheinland gehen die Kämpfe weiter. Hier ist der Kohleausstieg noch in weiter Ferne. Konzerne tun alles, um weiter klimaschädliche Kohle zu verbrennen. Ob Zerstörung, Zwangsenteignung oder gesundheitliche Schäden. RWE ist skrupellos. Denn die kapitalistische Profitlogik nimmt keine Rücksicht auf unsere Lebensgrundlagen, das Zuhause von Menschen oder die drohende Klimakrise. Für den Braunkohletagebau Garzweiler 2 sollen gleich mehrere Dörfer zerstört und abgebaggert werden. Dörfer, in denen noch Menschen wohnen und bleiben wollen. Das Dorf Lützerath befindet sich direkt an der Abrisskante zur Grube und soll als nächstes dem Erdboden gleichgemacht werden. Deshalb sind wir hier. In Lützerath wird unser Kampf um die bedrohten Dörfer lebendig. Hier zeigen wir, wie ein solidarisches Leben aussehen kann und schaffen eine widerständige Gemeinschaft. Ab Oktober beginnt die sogenannte Rodungssaison. Und RWE hat geplant, in und um Lützerath die Bäume zu fällen. Wir werden uns dem entschieden dagegen stellen. Ab November ist damit zu rechnen, dass die sogenannten Abrissarbeiten beginnen. Auch das werden wir nicht zulassen. Lützerath ist unräumbar. Überall auf der Welt wehren sich Menschen gegen die voranschreitende Klimakrise, gegen den fossilen und neokolonialen Kapitalismus. Auch wir sind Teil dieser Bewegung für globale Gerechtigkeit. Wir kämpfen hier in Lützerath für das gute Leben für alle, für Klimagerechtigkeit, gegen Ausbeutung und Verdrängung. Wir kämpfen, damit alle Dörfer bleiben. Lasst uns Lützerath im Herbst verteidigen. Lasst uns gemeinsam zeigen, die 1,5-Grad-Grenze verläuft genau hier. Es ist Zeit für einen sofortigen Kohleausstieg. Und noch viel wichtiger, es ist Zeit, den fossilen Kapitalismus zu überwinden. Lasst uns zusammen hier beginnen und Lützerath gemeinsam unräumbar machen.